Zu meinem 60er, der jetzt, na, so lange ist er auch wieder nicht her, sagen wir mal ein bisschen ist er her, hatte ich die Möglichkeit, hier 4 Konzerte zu machen. Für mich waren es Geburtstagskonzerte, weil ich durfte mir wünschen, was ich wollte. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht am besten, einige meiner langjährigen Wegbegleiter, die ja überall auf der Welt verstreut sind, einzuladen und mit denen gemeinsam hier ein musikalisches Fest sozusagen zu veranstalten. Gott sei Dank wurde das auch aufgenommen, also es ist recorded und wird hoffentlich bald erscheinen. Unter einem schönen Titel, der heißt World Embrace, also Weltumarmung, weil einfach so viele verschiedene Nationalitäten dabei waren und das dann ein gemeinsames Ganzes geworden ist. Das erste war mit meinen Kumpels aus Philadelphia. Das hieß The Philly Connection. Und das war schon mal interessant, weil ich habe zu dieser Stadt schon eine historische Beziehung und auch mit vielen Musikern von dort gespielt. Allem voran den Bassisten, mein Freund Jamaluddin Takuma. Ich habe mit ihm das erste Mal gespielt 1987. Da hatte ich eine Wildcard beim Jazzfestival Saalfelden. Und ich habe ihn vorher gehört auf einer Schallplatte. Als ich in New York war, habe ich mir eine Reisetasche voll Vinyls mitgenommen. Und da war eine dabei, wo ich ihn gehört habe. Das ist die erste Platte von James Ford Ulmer war das, wo James Ford Ulmer spielt, Ornette Coleman, Donato Coleman und eben Jamaluddin. Und da ist er mir sofort aufgefallen und herausgestochen. Ja? Und ich habe mir gedacht, wenn ich einmal Gelegenheit habe, dann will ich, dass der irgendwo mitspielt. Und das war dann der Fall. Einfach angerufen und habe natürlich nicht den Zeitunterschied einberechnet und habe ihn aufgeweckt mitten in der Nacht. Aber er war trotzdem sehr freundlich und ist auch gekommen. Nämlich interessanterweise gerade direkt von seiner Pilgerfahrt nach Mekka. We'll be right back.
Dann noch ein Spezialgast, eine Sängerin, Asha Putli. Die wollte ich gern einladen, weil das ist eine ganz spezielle Person. Die war ja in den 70er Jahren so etwas fast wie eine Disco-Queen eigentlich und war aber gleichzeitig die einzige Sängerin, die mit Ornette Coleman aufgenommen hat. She got that muffin. Oh, I want that old job.
Thank you.
Danke! Rika Yanakon, Timmy Hutton, Jamadi Daguma, Wolfgang Poschnik and the one and only Asha Putli. Die Songlines waren meine Liebe zu Stimmen. Da wollte ich einfach versuchen, ganz verschiedene Stimmtraditionen zusammenzubringen. Ich habe gehabt meine Freunde, mit denen ich auch schon vorher gearbeitet habe, ist ein Männergesangsquartett aus Kärnten, Schnittpunkt Vokal. Und dann kamen dazu die afrikanischen Kollegen von Insingizi. Und dann war noch dabei John Sass an der Tuba. Der ist sowas wie ein kleiner, unter Anführungszeichen, Bruder für mich. Weil der war, den kenne ich seit 1980. Den haben wir in New York kennengelernt und damals eingeladen fürs Vienna Art Orchestra, weil wir einen Tubisten gebraucht haben und die erste Zeit, die er nach Wien gekommen ist, hat er auch bei mir gewohnt, also das ist auch schon sehr lang. Da war der John Sass dabei. Und dann noch jemand, ein super Musiker aus Burkina Faso, Mamadou Diabaté, der Balafonspieler, mit dem ich jetzt auch schon einige Jahre am Werken bin, immer wieder mal. Ah, Christian Bakanic, nicht zu vergessen, der Akkordeonspieler. Der ist eh berühmt worden in der Zwischenzeit. Nicht deswegen, aber der ist einfach gut. Ja. Sing, 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 sing
Hieß Homegrown, weil wir einfach alle von hier sind, sagen wir mal österreichisch gesehen. Ja. Und das Lustige an der Band ist, da sind eigentlich 4 Generationen von Musikern vertreten.
Ich fange mal mit mir an, darf man eigentlich nicht, aber so, weil ich der Älteste bin, also ich bin, und dann 10 Jahre weiter zurück der Paul Urbanek, der ja heute auch gespielt hat, und noch weitere 10 Jahre zurück der Raphael Preuschl am Bass, und dann der Jüngste ist der Lukas König, der in der Zwischenzeit auch schon ein Standing hat, ja. Thank you.
Ich habe gern so Songs, die nicht auf eine bestimmte Besetzung zugeschnitten sind. Ja. Darum haben wir heute praktisch als Vertretung von Homegrown zu zweit zwei Songs gemacht, die wir mit dieser Band auch gespielt haben. Ja. Die Ballade, die wir heute gespielt haben, heißt Out of Somewhere, weil mir ist diese Melodie gekommen und ich habe immer das Gefühl gehabt, die kenne ich von woher oder die hat schon jemand anderer gemacht oder gespielt und habe dann alle möglichen Musiker und Leute gefragt, aber keiner hat mir sagen können. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist das da vom Jared oder vielleicht ist das da von, oder mir kommt es bekannt vor, aber es hat mir niemand eine Antwort geben können, also ich weiß es nicht, das ist einfach von irgendwo hergekommen. Darum der Titel, ja. Gilnori ist eigentlich schon eine koreanische Form, eine Art Vorbereitung für das eigentliche Konzert oder Ritual. Konzert, das auch genau an meinem Geburtstag stattgefunden hat, ging unter dem Titel Korean Spirit über die Bühne. We'll be right back.
die Art und Weise der Rhythmik, die die haben, das hat der Jamal mir einmal gesagt, wir haben ja das alles nicht gekannt, das haben wir alles erst kennengelernt. Der hat sich mal gesagt, Ofi, man, listen, they sound like black people. Yeah, 토끼를 행금하야 골문 밖에 대령하였나이다. 네, 그러면 토끼 바삐 잡아드려라. 영인 아니. Die Art und Weise und die Grooves, die die haben, ist nicht typisch für den restlichen asiatischen Raum. Ja. Das kommt daher vielleicht, weil sie ein Steppenvolk einmal waren. Es ist sehr viel triolisch und man, es klingt wirklich funky, so wie die spielen. Also komplett anders als die japanische oder chinesische. Also es ist viel erdiger und, wie soll man sagen, mehr impulsiv. Dann war der Teil mit Samunoi und Red Sun, so heißt der westliche Counterpart. Dann zum Schluss noch drei Stücke, wo wirklich alle mitgespielt haben. Das war dann natürlich ziemlich interessant. Samunori from Korea. Saxophone from Austria. Jamal Adi from USA. Karen Azadian from Armenia. Danke fürs Mitfeiern. Wolfgang Puschini.